Hallo, meine Lieben. Neuer Tag, ein Küchenprojekt. Was bin ich machen? Eklar, nur nach sieht es aus. Ja, es wird geschliffen. Blöderweise habe ich mir ein Gerät ausleihen müssen. Viel zu schwer für eine Frau. Also jeder, der sowas macht, der braucht nicht so ein Gerät. Es gibt kleinere. Und für gewöhnlich ist da ein Staubsauger dabei. Habe ich jetzt nicht, weil im Einsatz ist auch egal, ich habe keine Lust zu warten. Für mich ist das kein Thema. Dann kehre ich noch zusammen. Ja, und okay, schaut's mal. Ich bin ein bisschen eingestaubt, aber das macht nichts. Früher gab es so Zeug auch nicht. Sowas wie Staubsauger und so verwöhnt war man nicht. Und früher haben wir das sogar noch von Hand schleifen müssen. Gut, ich lasse euch ganz kurz zusehen, was habe ich da gemacht. Warte, ich nehme euch mit. Ich habe euch also ein 80er Schleifpapier, nehme ich. Schaut mal, ein 80er. Sieht man das richtig? Ja, schau, so. Rund wird da natürlich auch mit der Absaugung entsprechend die Löcher auf die Absaugung drauf dann. Ist klar, wenn ein Staubsauger drauf sein würde, wird es Sinn machen. So jetzt nicht unbedingt, aber ist egal. Trotzdem wichtig für die Maschine. Ja, und jetzt schleife ich und ich lasse euch ein bisschen zusehen, aber nur ganz kurz, weil das hält ja keiner aus von den Ohren. Wichtig, ich sage euch das als Malermeisterin, wichtig ist, wenn ihr das jetzt am ersten Mal nicht ordentlich schleift, dann habt ihr, selbst wenn ihr die beste Lackierung macht, einmal Läschter, da könnt ihr von vorne anfangen. Weil auf Fette und so weiter hält einfach nichts. Das heißt, der erste Schliff und der erste Anstrich, auf dem steht alles oder fällt alles. Das ist ganz wichtig. Ich ziehe Handschuhe an heute, einfach weil ich keine Lust habe, in dieser Menge Blasen an den Fingern zu kriegen. Und ja, und schleift das alles an, komplett. Und ich mag es einmal durchgeschliffen, abgestaubt und Dreck erledigt. Weil wenn ich beim Lackieren bin, habe ich keine Lust, noch einmal von vorne irgendwo irgendwas zu schleifen. Das heißt, ich setze das Gerät als grobes ein und dann in den Ecken und Kanten werde ich noch von Hand schleifen. Das ist notwendig. Wie gesagt, mit dem ersten Anschliff steht und fällt die ganze Beschichtung. So, das war's einmal. Ich stelle euch darauf, wirklich nur kurzes per Exempel, damit ihr nicht allzu sehr belastet seid. Muss ich schauen, ob ihr das überhaupt seht. Nimm ihn runter. Ja, ich glaube, das könnt ihr sehen. Perfekt. Okay. Nimm ihn mal. Geh's los. Geh's an. Also für gewöhnlich, wenn man schleift, hat man eine Staubmaske an. Bitte, ich gehöre zu den Malern, die sind jetzt schon so alt. Die sind noch mit Dingen groß geworden. Da war das einfach Pipifax. Und wir haben noch Lack gekriegt, wo Blei drin war und so weiter. Also richtig giftiges Zeug. Das bringt keinen um, sollte es mal nicht so sein. Aber gescheiter ist es. Und Schutzbrille. Ich habe eher normale, ich brauche eine. Aber natürlich auch wichtig. So, alles. Zeige euch was. Warte mal, so seht ihr das? Solange das schön ausgeschliffen ist, kein Thema, sonst müsst ihr spachteln.
Ganz wichtig, der Dana war ja der Herd. Und da gibt es so Fette. Die kriegt man mit dem Schleifen nicht runter. Ich gehe ja nachher her und tue mit Aceton das Ganze noch am Lapp wischen. Dann werde ich mich dieser speziellen Schicht widmen. Genauso hier, da war die Spüle. Weiß nicht, ob man das sieht, aber ich denke schon, da, Dana, das da, das sind Silikonreste. Auch das mit dem Schleifpapier nicht möglich runterzuschleifen. Auch entfernen, ganz wichtig, da drauf hält nichts. So, dann habe ich euch nur da den Stoß, das seht ihr, da, Dana. Wichtig bei so Stoß und so Sachen einfach schauen, ob das überhaupt hält oder ob da was brüchig ist oder ob da was weggeht und so weiter. Das sind so Dinge, die muss man vorher beheben. Wie gesagt, das nützt euch der schönste Anstrich nichts, wenn der Aufbau falsch ist und der Untergrund. So, in dem Fall, das war es wieder. Ich melde mich dann, wenn alles geschliffen ist und wenn ich beginne zu lackieren bzw. zum Grundieren. Bis dann!